Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits dritten Staffel und der nun 62. Folge, immer noch am 13.07.22 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an Pablo. Pablo hat nämlich am 17.11.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Nummer 629. Pablo verschwindet jetzt aber wieder und nachdem uns der liebe Oleg ja in der letzten Folge nach unserer fleißigen Werkzeuglieferung für unsere Dörfler nochmal schön von Pendraic erzählt hat, sind wir nun endlich bereit, seine 89 Mann hoffentlich restlos zu vernichten, ohne großartig selbst Schaden zu erleiden. Wie ist seine Zusammenstellung? Er hat 10 Waldkrieger, 20 Otrok, das ist glaube ich Level 4er und 18 Rekruten, okay. Er hat sogar noch batanische Hochgeborene dabei, also er setzt auf Bogenschützen tatsächlich batanische. Okay, und ein paar Sturgische dazu. Na gut. Ein paar Wiegler-Rekruten sehe ich auch noch Imperialer, also wieder alles Kuddelmuddel gemischt, nicht einheitlich gemacht. Er hat auf jeden Fall 67 Infanteristen und 22 Fernkämpfer. Er hat mehr Infanterie als ich, dafür habe ich aber Kavallerie. Und er gar keine. Das sollte ein gefundenes Fressen sein. Wirklich? Ja, haben wir. Ja, wir hatten gerade ein nettes Gespräch, da vergisst man ganz schnell, dass man im Krieg ist, ne? So, ihr habt mich gehört, ergebt euch oder kämpft. Nun gut, erwartet keine Gnade, ja, Dito. So, vom Schlachtfeld her müsste eigentlich hinter mir links ein Hügel sein. Und keine Bewaldung. Wir schauen mal. Es ist Steppe, würde ich behaupten. Wo kommt der scheiß Fluss her? Neues Battleterror. Alles gefixt, alles neu. Ja, sehe ich. Nicht. Wäre cool, wenn sie das schon das mit dem Battleterror machen, was ja so an sich eine ganz coole Option ist. Wenn sie dann irgendwie auch die Möglichkeit hätten, auf der Kampagnenkarte das einzublenden. Wenn es halt auch wirklich nur eine gestrichelte Linie ist. Damit ich weiß, wo ich die Schlacht führen kann. Ansonsten bin ich intuitiv und sage, hey, hinter mir links ist ein Hügel. Hier kann die Schlacht starten. Hier war nur so die Rede von einem Fluss. Das Coole ist aber, ich sehe, der Gegner ist da hinten an dem Felsen. Ah nee, Moment, das ist nicht cool. Der wird nicht auf mich zukommen. Der wird sich denken, ich bleib hier stehen. Und ich muss über die Brücke. Mit allem, was ich habe. Na gut. Falls er doch über die Brücke kommt. War das jetzt die 2? Nee, war es nicht. Falls er doch über die Brücke kommt, machen wir mal den. Die dahinter. Hier die 3. Hier die 4. Wenn ich merke, er kommt wirklich über die Brücke, lassen wir erstmal schön ein bisschen Bolzenhagel hier reinpfeffern. Dann schicke ich die Kavallerie schön hinter den Wald hier. Auch unter den Wald. Lass ihn auf mich zukommen, schick ihm die Infanterie entgegen und hau ihm dann die Kavallerie in die Ohren. Er kommt tatsächlich, wow. Wow, okay. So blöd muss man erstmal sein. Was habt ihr jetzt schon wieder gemacht? Warum macht ihr eine Quadratsformation? Archers! Move! Ich hoffe, dass sie das echt mal fixen mit den Schützen, war, dass sie sich nicht so aufstellen, wie sie wollen, sondern so, wie ich es so befehligt habe. Ey, der kommt wirklich. Infant, move! Ist ja nice. Forward! So. Schick mal die 3 schon mal darüber. Ich muss mich dann mal hier auf den Hügel stellen, um die 4 richtig zu steuern. Ja. Ach nee, reicht noch nicht. Moment. Ah, Moment. Schick mal die 4 dahin. Na, ah, jetzt ist er stehen geblieben, dein Ernst? Ach, Mann. Na ah, gut. Dann machen wir halt einen Spaziergang. Warum nicht? Habe ich den Timer eigentlich gestartet? Ja. Steht er da oben? Was für eine Sacknase. Ihr Feuer einstellen. Ihr sollt jetzt nicht unnötig Munition verbraten. Ist definitiv nicht dumm gewesen von ihm. Er schießt aber auch nicht zurück, wa? Okay.
Kriege ich das hin von hier aus? 3. Und die 4. An die Brücke. Ihr macht ein Schildwall. Stellt euch hier auf. Obwohl breiter. So. Wegen dem feindlichen Bogenbeschuss, der da kommen wird. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, sodass ich die auf die Brücke schicke. Dass sie auch über die Brücke dann laufen, um den Gegnern den Rücken anzugreifen. Das sieht ganz gut aus, ne? Geht richtig an die Brücke ran da. Alles klar, Werner. Wir sehen uns später wieder. Der Gegner schießt noch nicht. 1. Vorrücken. Im Schildwall, so wie ich es befehligt habe, bitte. Danke. Die 2 wird die leichte Formation verlassen müssen. Geht wieder in Linie. Er schießt wirklich nicht, wa? Er lässt seine Bogen... Wo hat er die aufgeteilt? Nee, er hat die Bogenschützen hinter seinem Schildwall stehen. Finde ich ja gut, finde ich das. Er hat eine Kreisformation gemacht. Ja. Seine Bogenschützen haben kein Sichtfeld. Das lässt sich aber ganz schnell ändern, mein Lieber. Ihr kommt mal eben dahin und dann nehmen wir da oben den Hügel als Schützen ein. Und die 1 wird hier schön als Schildwall den Weg versperren. Wenn ich sehen sollte, dass er sich bewegt, müsste ich schnell agieren mit der Kavallerie. Er schießt einfach nicht. Selbst diese kleine Chance hat er sich nicht selbst gegeben, dass er mal zurückschießt, ne? Und ihr bleibt dann schön hier stehen, Männer. Den pflücken wir auseinander. Ja, Ambroschützen, wir sind bald soweit. Damit wird er nicht rechnen, dass ich jetzt hier oben auftauche. Männer, mir nach. Ich hoffe, das geht auch. Dass wir so ein gutes Schussfeld auf ihn haben. Ah, es flacht hier hinten ab. Bloß ein Baum, okay. Er bewegt sich nicht, oder? Nee, gut. Oh, der wird leiden. Der wird leiden. So, Männer. Stellt euch schon mal hier auf. Ich gehe mal spähen. Bewegt sich immer noch nicht. Moin. Hi. Komm mal her hier. Nix da. Nein. Hör auf. Der kommt nochmal wieder. Da steht der Gegner. Wir triggern ihn nochmal mit meiner Infanterie. Da kommt er. Hallöchen. Och Mann. Dein Ernst? Komm her hier. So. Komm her. Ist der Anführer, oder? Er steht immer noch. Problem ist, sie stehen ziemlich nah am Hügel, wa? Na komm schon. Wart auf dich. Ach, da schießt mal doch einer von denen. Ja. Die 3. Dahin. Die 4 dahin. Och, herrlich. Ich will halt die Verluste so gering wie möglich halten. Verzeiht mir, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Aber jetzt sehen wir auch mal, welche taktische Tiefe in dem Spiel stecken kann. Er hat es aufgegeben, ne? Mit seinem Kavalleristen nach Berlin schießen. Und dann gehen wir mal hier hoch. Halt, wir gehen so. Wir schicken die mit rein. Und die kommen rein. Und die kommen rein. Im richtigen Moment bestimmt. Moinsen! Hat's wehgetan? Erzähl mir bitte mehr davon. Jawohl. Jawohl. Zack. Der nächste bitte. Ja, ein paar Verluste machen wir, klar. Lässt sich nicht vermeiden, sowas. Da kommt die Kavallerie. Und seine Bogenschützen sind des Todes. Ja, die Kavallerie kam sogar ein bisschen zu spät. Für meinen Geschmack.
Aber das ist auch für mich ein bisschen Neuland hier, da, das so auszuprobieren. Hallo? Schlag von oben, Robin. Deswegen hast du doch gesagt, dass du von oben schlagen sollst. Alles klar. Irgendwo lebt noch einer, wa? Aber ein paar flüchten noch, aber wir haben jetzt alles draufgeballert. Ach, da hinten! Da ist er wieder, der Halunke! Ah, er biegt natürlich ab, okay. Sag mal! Achso, der wäre sowieso nicht dran gegangen. Hä? Die Reichweite hat gepasst. Na los, Männer, holt ihn euch! Da rennen sie. Oh, er hat aber ein schnelles Pferd. Er hat aber ein sehr schnelles Pferd, hat er. Will er es noch wissen? Ich sehe nichts. Er dreht tatsächlich um. Holt ihn euch. Das wird Oleg höchstpersönlich sein, denke ich. Ich habe nicht darauf geachtet, wem ich da die Axt um die Ohren gehauen hatte. Jetzt teilen die sich da auf. Aber das war jetzt echt cool mit dem Schlachtfeld, muss ich gestehen. Auch wenn es nicht das Schlachtfeld war, was eigentlich mir so vorher prognostiziert wurde. Da, es war Oleg, tatsächlich. Ein Verwundeter nur. Nice. Nur ein Fußsoldat verwundet, mehr nicht. Wow. Ich habe sogar 7 erwischt. Cool. Liena auch. Bannerritter und die Feldwebel, die haben sich durchgeprügelt. Aber so richtig durchgebrüht. Die haben einfach mal 60 Mann erledigt. Sehr gut. Und meine Schützen haben immer noch ein bisschen Schaden angerichtet. Ich habe gedacht, er steht weiter von dem Hügel entfernt. Ich wollte gerne einen Grund und Boden schießen, bevor ich meine Infanterie reinschicke. Bisschen Gold erobert, sehr schön. Du darfst natürlich gehen. Ja, ja. Hau ab, Kumpel. Das sind viele Gefangene, die wir da nehmen können. Aber erstmal möchte ich wieder aufleveln. Mir fehlt wieder ein Kriegsross, ja. Oh, gelevelt wurde auch, sehr schön. Gibt es denn Vlandianer, die ihr gefangen genommen habt? Nee, das heißt, ich könnte eigentlich alles verkaufen gehen. Kann ich in Batania machen. Ja, 65 Mann kann ich auch locker gefangen nehmen. Wunderbar. So, wie sieht's hier aus? Kühe gehen wir auch verkaufen oder vorher schlachten, damit wir mehr Fleisch haben. Geht das mittlerweile in dem Menü hier? Nee, immer noch nicht. Keine Pferde? Ach, komm schon, Oleg hatte eins. Na, okay, der wird damit jetzt abhauen. Hier ist ein bisschen was bei. Level 3. Huch. War schon besser. Hat sie auf jeden Fall schon besser. Auch besser. Auch besser. Oh. Oh. Okay. Was haben wir hier? Nee, brauche ich gar nicht zu gucken. Hauen wir in den Spendentopf. Sind 3000 Erfahrungspunkte für unsere Männer. Hier wiederum könnte gut was dabei sein. Bei Schildmäßig. Oder auch nicht. Bogen brauche ich nicht zu gucken. Doch. Hier ist eine Schildverbesserung für sie. Sie hat bloß ein Level 1er Schild gehabt. Oha. Hier. Der deckt sogar deinen Körper, wenn du wieder schwanger bist, Süße. Das sollte funktionieren. So, du hast Harpunen. Die sind auf jeden Fall besser. Ich guck doch nochmal vorsichtshalber wegen Bogen. Ach nee, der ist schon wieder zu gut, der Bogen für ihn. Den kann er nicht nehmen. Muss er erstmal wieder weiter schießen üben. Na, hier sowieso. Das sind immer die gestapelten Botki, ne? Genau. Und sein Reiterbogen, den wird er auch eine ganze Weile behalten, bis ich einen besseren Reiterbogen finde. Deswegen ist das hier Plündergut. Und das hier, alles außer den Holzhammer, nehmen wir mit. Warte mal, Feinstahlspeer. Ein- und zweihändig. Speer abstützen, okay. Also anlegen. Anlegbare Lanze. Ist das hier nicht der gezackte Feinstahlspeer? Schade. Aber hatte ich nicht einem Infanteristen auch mal eine Lanze gegeben? Nee. Ist hier... Moment, Lanze einlegen ist was anderes wie Speer abstützen? Och nö! Er führt die ganze Zeit immer noch die falsche Waffe. Das hier, das Speer abstützen ist nur zu Fuß gedacht. Dann kriegst du jetzt erstmal die hier. Definitiv.
Es muss wirklich dastehen, anlegbar. Sonst geht's gar nicht. Er hat auch nicht sowas, aber er hat eine Waffenrangstufe 4 hier. Gut, mach mal so. Holzhammer geht wieder zurück. Alles klar. Wunderbärchen. Verhältnis gesteigert. Sehr schön. Nochmal zwei Leute, die aufsteigen wollen. Sehr schön. Was wurde gelevelt? Achso, ja, anwenden bitte. Ich selbst in Zweihand. Sehr schön. Ihr könnt beim Blocken mit Zweihandschwertern Pfeile abwehren. Ich führe kein Zweihandschwert. Garnisonen, die von euch regierten Siedlungen. Was? Moment. Garnisonen in von euch regierten Siedlungen erhalten 10% mehr Erfahrung aus Schlachten. Okay. Interessant. Und ich bin fast Level 21. Okay. Na gut. Ich habe hier leider keine Auswahlmöglichkeit. Ich denke mal, mit der Axt werde ich auch keine Pfeile abwehren können. Anwenden. Was ist hier los? Achso, ja. Hier war jetzt aber keiner mehr, der irgendwie noch... Nee, okay. Dann. Diesmal vergesse ich es nicht. So. Können wir Felle verkaufen, haben noch ein bisschen mehr Fleisch für die Leute. Hier, 15 Fleisch jetzt. 3er Beute, 12 aus der Schlachtung. Immerhin. Drüben wäre noch ein kleiner Trupp, aber das ist bloß ein Clan, so ein kleiner. Irgendwelche Wildmenschen. Ei, wen haben wir da? Jorik himself? 16 Kavalleristen, damit ist er uns weit unterlegen. Seine Infanterie haben wir ja gerade gesehen mit meinen Feldwebeln, haben die mächtig zu tun. 35 Rekruten. Lumlilum, 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 lumlilum. Ja, er rennt schon weg. Ist ein gutes Zeichen für mich. Es wird dasselbe Schlachtfeld und jetzt noch im Dunkeln. Ah, ich hätte ein bisschen warten müssen, bis es Tag wird. Obwohl ich da immer die Befürchtung habe, dass er mir dann in eine Stadt flüchtet. Warte mal, kannst du mir was erzählen? Ich soll Ragan was fragen, okay. Du weißt, dass wir uns im Krieg befinden? Wie stehst du eigentlich zu mir? Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Nun gut. Tod oder Ehrlosigkeit? Das ist bestimmt dasselbe Schlachtfeld. Ja. Jetzt wäre es eine Überlegung wert, ob ich diesmal eine andere Taktik fahre. Ich lasse meine Kavallerie hier stehen und gehe mit der Infanterie und den Schützen hier über die Brücke. Je nachdem, wie er jetzt reagiert. Deswegen ziehe ich jetzt 1 und 2 hier oben hin. 3, geführt von Leanna, die wunderbar richtig talentiert ist, lasse ich hier. Die 4 nehme ich dann sogar noch mit für eine zweite Kavallerie. Und dann gucken wir mal, was der Gegner so macht. Er ist weit entfernt. Wir gehen schon mal vor, Jungs. 1 und 2 mir nach. Wir gehen mal gucken. Nur mal gucken. Er schickt die Kavallerie zu beiden Flanken aus. Versucht wahrscheinlich, mich zu stören, mir Verluste zuzufügen. Oder Munition abzuzwacken, die ich gleich mal einstellen werde. Er fährt diesmal eine andere Linie. Diesmal wird der Kampf an der anderen Brücke entschieden. Ja, da vorne ist er. Okay. Sollten wir aber schaffen. Die 3 geht auf diese Flussseite, bitte. So, die 4 sollte auch mal langsam nachrücken. Er ist direkt über die Brücke übersetzt. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Nee, doch nicht. Er steht auf der anderen Seite. Okay. Wir bleiben mal schön in Deckung. Weil der hat 22 Schützen. Die sollen jetzt kein gefundenes Fressen finden. Huch, falsche Taste. Alles klar. Ich wäre sogar gewillt, seine Kavallerie wegzuschießen einfach. Nee, direkt hinter den Hügel hier bitte. Meine Kavallerie, die 3, geht schon mal ein bisschen näher an den Gegner. Obwohl, hier einfach auf den Hügel. Zum Provozieren. Er hat nämlich hier drüben seine eigene Kavallerie stehen. Er steht doch direkt auf der anderen Seite der Brücke, der Hund, wa?
Dieser Bus, der kommt sogar. Ja, Bus 22 Schützen, Leute. Gehen wir doch hin. Zwei. Stellt euch hier auf. Und Feuer frei. Mal gucken, was wir reißen können. Steht auch ziemlich lose, wie ich sehe, ne? Ja. Ich treffe mal wieder nichts heute, wa? Krieg ich vielleicht einen Anführer erwischt? Aber wenigstens sein Pferd. Ist er wenigstens zu Fuß. Ja, wir machen gut Verluste. Also, beim Gegner verursachen wir Verluste, so meine ich das. Ich habe sogar mal einen Rekruten erwischt, wow. Ja, er muss seine Formation schon ändern. Nebenbei mal eine Infanterie hier hinterziehen. Das ist einfach dieser riesige Vorteil an den Armbrustschützen. Sobald die nachladen, haben die ein Schild auf dem Rücken, ne? Dann können nicht so leicht erwischt werden. Jungs, hört auf zu schubsen! Ich bin doch gerade am Aimen hier. Versucht doch erstmal, mich einzuüben. Von den 44 Schuss braucht er meistens 42, um mich einzuüben. Okay, ich komme hier nicht hoch. Ich lasse es. Oh, da fliegen Speere. Alles klar. Die drei soll bitte auf die andere Seite der Brücke. Unsere Armbrustschützen ziehen sich jetzt weit zurück. Nee, das war nicht die Armbrustschützen. Die Armbrustschützen bitte sollen sich weit zurückziehen. Und die 1 nimmt den Schildwall ein. Die 4 soll damit hin. Und jetzt ready to rumble. Level up! Hey, geht doch. So, nicht vergessen, zwischendurch noch die Kavallerie in den Angriff zu schicken. Oh, das sieht nach ein bisschen mehr Verlusten aus diesmal. Da sind sie aber, unsere Jungs. Sehr schön. Die Bogenschützen, die feindlichen bitte noch überrennen. Alles klar. Nee, nix da mit mehr Verlusten. Ich sehe nichts Rotes hier am Boot. Doch, ein. Da, einer. Einen hat's erwischt. Ein Feldwebel auch noch. Sieht aber super aus. Selbst hier drüben haben sie die Kavalleristen erledigt. Wunderbar richtig. Das hat perfekt funktioniert. Die Bannerritter und die Feldwebel. Endlich keine Flachpfeifen mehr. Ja, der letzte Bogenschütze. Ja, probier's doch. Hier. Bam. Da hinten jagen sie noch einen Typen anscheinend. Oder haben ihn geknubbelt. Ja. Bisschen Knubbelparty wie in Stronghold. Irgendwo lebt noch einer, ne? Er wird mir bloß wieder nicht angezeigt, der letzte Mohikaner hier. Ach, Jorik höchstpersönlich war es noch. Okay, jetzt haben sie ihn aber. Ich sage voraus, maximal 2 Tote. Nee, und was lebt immer noch? Hä? Wo denn? Jetzt haben sie ihn. Okay. Ha! 2 Tote! Feldwebel, ja, habe ich schon gesehen. Und ein Schwertkämpfer. Okay, das ist aber relativ schnell wieder angeworben. Sehr, sehr schönes Ding. 3000 Gold. Herzlichen Dank, Jorik. Hau ab. Und noch mehr Gefangene. Hast du irgendwas Blandianisches dabei? Nee. So, ich mache jetzt einfach mal kurz den und dann wieder den, damit ich die besseren Einheiten automatisch rausziehe, auch rausselektiere. Die bringen nämlich schön viel Kohle ein, wenn ich die verkaufe. Also alle auf einen Schlag verkaufe. Ein paar tausend sind da auf jeden Fall drin. Und ihr seht schon, also das finde ich echt gut gemacht, dass sie das mittlerweile so gemacht haben, dass wenn man hier drauf drückt, dass er die wertvolleren zuerst rauszieht und sowas wie Rekruten einfach stehen lässt. Wieder was zum Schlachten. Sogar mal 4 Pferde. Die werde ich verkaufen gehen, denke ich mal. Im Tausch gegen Reitpferde immer gut. Hier brauche ich gar nicht zu gucken. Nordischer Kurzbogen, zu Pferd nutzbar, aber nur Waffenrang 3. Nur Waffenrang 3. Macht das Sinn? Warte, ich gucke erstmal bei unserem Reiter.
Ja, der Reiter ist schon besser, okay. Dann macht das hier tatsächlich ein bisschen Sinn. Macht zwar weniger Schaden, ist aber sehr viel präziser. Höhere Geschossgeschwindigkeit minimal besser. Und die Geschwindigkeit besser. Ja, eigentlich doch nicht so toll von der Wucht her, ne? Der soll auch Schaden machen damit. Und nicht nur rumschießen damit. Nee, der ist auch kleiner. Also die gestapelten Botkin-Dinger sind immer noch am besten, finde ich. Sie machen halt einen größeren Stich und deutlich mehr Sachen drin. Also mehr Pfeile drin. Nö, dann nehmen wir das einfach so mit. Was haben wir hier schon mit? Eine Zweihandaxt? Moment! Die macht weniger Schaden, aber sie ist deutlich länger. Und Waffenstufe 6. Ich probiere sie mal aus. Ich kann ja für alle Fälle die hier mal sperren, damit ich die nicht versehentlich verkaufe, wenn ich feststellen sollte. Vor allem hier steht Reiteraxt. Moment. Sie ist kürzer als die jetzige hier. Und da steht, sie wäre eine Reiteraxt. Und beim Reiten ist die so unpraktisch einfach. Wow. Okay. So, warum habe ich die jetzt eingesetzt, falls ihr euch fragt? Höhere Waffenstufe bedeutet, dass sie auch mehr Rüstung vom Gegner ignoriert. Beziehungsweise neutralisiert beim Zuschlagen. So, 6000 Erfahrungspunkte werden noch geteilt mit den Männern. Sehr schön. Nochmal 4 Leute, die aufsteigen wollen. Nee, so. Gut, dann gehen wir jetzt endlich mal verkaufen. Dann müsste ich rein theoretisch nochmal 2 Infanteristen wieder ran rekrutieren. Da unten war gerade noch Godun, ist mir jetzt aber egal. Mensch, haben wir doch innerhalb von kürzester Zeit dem Gegner 200 Verluste zugefügt und selbst nur 2 verloren. Was will man mehr? Moment, bin ich gerade schneller als die Karawane? Das ist keine Karawane, das ist eine Bruderschaft. Nee, nee, lass mal. Hab keinen Platz mehr für Gefangene. Ja, hier, 3.500. Sehr schön. Das habe ich wieder vergessen. Diese blöden Tiere immer, ne? Hau die raus jetzt. Obwohl, nee, warte mal. Hau die gar nichts raus. Ich schlachte die doch. Ich will das Fleisch tatsächlich haben. So, so. Da sind wir nämlich jetzt bei 34 Fleisch. Das reicht eine Weile vor. Guckt euch das an, ne? Die Nahrungsvielfalt plus 5 jetzt. Sehr geil. Und wir wissen ja, hohe Moral bringt mir auch nochmal zusätzliche Kampfvorteile und Bewegungsgeschwindigkeitsvorteile und. So, dann hauen wir jetzt aber die Häute raus hier. Zack. Ach, kann das sein, dass ich in der einen Folge, wo ich mich so geärgert habe, dass ich die so günstig verkauft hatte, dass es Häute und nicht Felle waren? Das kann sein, ne? Warte mal, hier steht Fell, da steht Fell. Oh nein, hier ist ein Übersetzungsfehler, Leute. Das eine sind Felle, das andere sind Häute. Ah! Das war wirklich das Ding. Na, ich sehe schon eure Kommentare auf mich zukommen. Ich sehe schon kommen. Ah, gut, okay. Ah, hier. Habt ihr Reitpferde? Warum nicht? Besorgt euch mal welche. Gebt mir die Schlachtrisse. So. Genau. Ach, übrigens, unser Experiment scheint nicht geglückt zu sein. Ach nee, doch nicht. Nee, Moment. Das hat wieder damit zu tun, dass ich die nachträglich rekrutiert habe. Deswegen stehen die wieder anders da. Wir haben uns ja jetzt keine Armee angeschlossen, um das zu probieren. So. Nee. So. Ah, Mensch, der letzte Schütze ist ja die Scharfschütze geworden. Gehen? Nee. Oder? Ja, ich meine, er kann immer noch unser Dorf plündern, ne? Das machen Söldner ja vorliebweise. Ergib dich oder stirb. 47 Mann. Kommt ihr hier hin? Eine lockere Formation. Oh, die Infanterie kann sogar direkt so da stehen bleiben. Die Kavallerie nämlich gleichzeitig auch. Obwohl, die zieht sich ein bisschen nach hinten. Und die kommt wieder schön von der Seite. Ach, machen wir so. Immer feste drauf da, Männer. Oh.
Zu weit geschossen mal. Wow. Okay. Er will sich verbarrikadieren. Ach, Mensch, Amalgun. Ach, er tut mir leid. Er schießt ja zurück. Wir hatten das erlaubt. So. Er kommt sogar. So. Immer feste drauf, Männer. Sehr schön. Ja, diese verdammten Bäume. Und Setzlinge und Sprösslinge. Ich hasse diese Natur, wenn sie so auf mich zukommt. Ah, die werden aber gut weggeschossen hier. Aber was ich sehe, mit dem Salvenschuss hat sich das auch schon wieder erledigt. Irgendwie sind die Männer unterschiedlich schnell am Nachladen, ne? Also meine Männer. Mit Timer sind nicht. Die sind noch gar nicht so weit. Also eigentlich schon, aber ich bin noch nicht bereit. Ich will noch nicht Schluss machen. Es war doch so schön mit dir. Boah, was habe ich denn jetzt wieder für ein Aim hier? Jetzt aber. Nee, doch. So, Männer. Rein da. Ich mach mit. Hallöchen, Popöchen. Bam. Mist. Bam. Nein, daneben. Jetzt aber. Was? Was? Geht doch. Wenn der in der Mitte blockt, schlage ich halt auf den da links oder rechts daneben. Geht doch. So, das war schön verlustarm. Vielleicht sogar verlustfrei. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube, ich habe nichts Rotes gesehen oben rechts. Oh, immer fest drauf da. Es reicht schon, dass ich Amagun erwischt habe. Okay. Jawohl. Sehr schön. Ja, gut, es waren bloß 47 Mann, ne? Aber trotzdem. 28 Gold nur? Oh, Alter. Hau ab, du. Ja, selbst mit den Söldnern möchte ich mich gut stellen, weil die können später einem auch nochmal den Arsch retten. Du musst schlachten, Robin. Du musst schlachten. Du musst schlachten. Nicht nur schlachten, schlagen, auch Tiere schlachten. Oh. Wir haben ein paar Wurfdinger. Sehr schön. Saumäßig viel zum Einschmelzen später. Alles klar. Wir gehen kurz nach Marutan. Halt! So. So. Marunat, nicht Marutan. Ach ja, ich habe ein Level abgemacht, stimmt. Verdoppelt eure Unterbrechungsgrenze, während ihr eure Armbrust nachladet. Hä? Was für ein Ding? Halbiert, oder? Dass ich schneller nachlade, heißt das jetzt, oder? Oder heißt das, dass ich dann nach dem Nachladen-Ding, wo ich nicht laufen darf, danach dann zwei kleinere Balken habe, wo ich wieder laufen darf? Von euch befehligte Truppen haben beim Nachladen von Armbrüsten eine verdoppelte Unterbrechung. Was ist denn jetzt bitte eine verdoppelte Unterbrechungsgrenze? Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das hier? Ausgerüstete Armbrüste verlangsamen euch nicht. Okay. Bewegungsgeschwindigkeit von Fernkampftruppen um 5% erhöht. Einfach, weil ich jetzt neugierig bin, probiere ich das hier aus. Ganz ehrlich, die Bewegungsgeschwindigkeit, die ist für mich egal. Ich habe eine hohe Athletik und meine Truppen finde ich eigentlich ganz schnell. So eine mobile, ja, Maschinengewehrtruppe mehr oder weniger, gefühlt. So, wo habe ich jetzt noch einen Fokuspunkt rein? Eine Taktik fehlt seit langerer vor allem, ne? Nee, seit längerer Zeit schon, aber Zweihand auch. Was gäbe es hier? Eure Kills mit Zweihandwaffen haben eine 30% erhöhte Wirkung auf die Kampfmoral verbündeter Truppen. Oha. Das heißt, ich könnte dafür sorgen, dass so ein Wall bricht. Achso, was war auf Truppen gesehen? Truppenlimit erhöht sich um 5. Okay, was haben wir hier? Gefangenenlimit um 10 erhöht und eure Kills mit Zweihandwaffen haben eine um 20% erhöhte Wirkung. Warum hier 30 und da nur 20? Das Ding hier nennt sich Schrecken, dann müsste ich doch da eigentlich 30% haben. Und hier bei Hoffnung 20. Ach nee, Moment, ach warte. Das hier ist verbündete Truppen und das hier ist feindliche Truppen. Ha! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Robin. Komm, gib hier den Fokuspunkt drauf. Oh, ich bin schon weit hinter meinem Fokus. Ich bin schon weit hinter meiner Fokusgrenze, ja. Mein Fertigkeitsfokus ist eigentlich bei 120. Man lernt damit. Oha.
Ja, ich muss nachziehen bei zweihändig, aber ich bin halt schon auf einem relativ hohen Level und ich habe so viele Perks und Skills immer zu verteilen, ne? Na gut. Wird hier fertig. Jetzt darüber. Wir gehen verkaufen. Ach, nicht Arena. Obwohl, wie sieht's hier aus? Gut. Weitermachen. Hier wollte ich hin. Die paar Hansitzer verkaufen. Hier noch schnell hin. Die Felle verkaufen. Habt ihr jetzt ein paar Reitpferde für mich? Nee, aber nochmal ein paar Streitwasser. Kann ich schaden. Kann definitiv nicht schaden. Und ich habe zu viele Pferde insgesamt, weil schon wieder was gefunden wurde. Haust du die mal raus. Und war dann eins zu wenig im Moment. Wenn ich wieder volle Anzahl habe. Ich glaube, ich gehe da sogar zurück und hole noch schnell die zwei Infanteristen wieder, die ich brauche. Ja? Ich glaube, das mache ich. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich einfach mal so frech bin, in eine meiner Burgen zu gehen. Und die ganzen Waffen da einfach mal ablege. Damit die mir hier nicht das runterziehen. Übrigens, ich war jetzt mit der Axt eigentlich sehr zufrieden. Also werde ich die wahrscheinlich auch einschmelzen hier. Die Reiterachs mit Haken. Ja. Ach Mensch, wir sind ja schon bei 36 Minuten. Leute, wir gehen am Anfang der nächsten Folge, übrigens morgens wieder 45-Minuten-Folge, ne, mindestens, also Sonntagsfolge. Wir gehen am Anfang der nächsten Folge mal kurz zurück, laden die ganzen Waffen ab, damit ich die über die Zeit hinweg mal schön einschmelzen kann. Oh, dann rekrutieren wir noch zwei Infanteristen wieder und dann gehen wir wieder an dieselbe Stelle zurück. Ich finde so an sich, der Krieg läuft sehr gut zu meinen Gunsten. Vor allem, wenn ich mir das hier angucke. Definitiv. Und im Allgemeinen läuft es generell nicht unbedingt zu unseren Gunsten, wie ich sehe. Es ist eher ausgeglichen, ne? Es sieht für mich so aus, als wenn ich hier den Ausgleich reinziehe, indem ich diese kleinen Truppen jage. Aber gut, ihr Lieben. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.